Ja, wie erkläre ich euch das jetzt? Es ist der gleiche Vormittag wie vorhin bei der letzten Aufnahme, aber ich habe einfach noch Bock, hab frisch geduscht, hab gerade einfach noch so ein bisschen Zeit, Lohne. Und Mama, ne, wenn ich Zeit habe, dann kann ich auch nutzen, alle müssen überleben. Oh nein, mehrere Ausgänge. Was ist das denn da oben? Da ist auch ein Ausgang, verstehe. Das denn? Okay, sieht spannend aus, aber ich guck mal kurz. Also wir haben irgendwie zwei Ausgänge, aber ich brauche glaube ich nicht beide. Ich kann mir aber einen aussuchen, so wie ich das sehe. Aber es kann halt, ne? Mit den Leuten hier einfach hingehen, so. Und dann macht der Typ seinen Weg, buddelt da frei und dann. Ja. Drei. Weiter. Nee, warte mal kurz, das funktioniert doch auch nicht. Nee, die bekommen die da gar nicht alle hoch, so, ne? Ich muss alle retten. Weil da bin hier drin, sind glaube ich trotzdem ganz gut. Halt dann nur am Ende da einen holen. Ah ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Der Typ hier macht alles. Nur so bisschen hoffe, dass es halt nicht alles hinhaut, aber gut, gucken wir mal, ne? So, die müssen den richtigen Auftrag erteilen, ne? Pony, ich darf mal rüber gehen, aber die können jetzt ins Ziel und der Typ muss halt hier unten jetzt nochmal so ein bisschen lang, leider. Habe das Gefühl, dass es zeitlich nicht reicht, so. Naja, müssen wir schauen. Ich habe wirklich auch nur einen Krabbler, so, ne? Wie gesagt, der kommt jetzt da, macht jetzt so seine Runde, baut hier frei, dann kommen die auch von der anderen Seite durch und dann kommt der darum, hier, wie gesagt, zeitlich sehe ich da halt gerade ein bisschen eine Diskrepanz. Aber ich kann auch einfach da lang gehen, aber nee, das ist, glaube ich, doof. Ah. Ihr könnt jetzt auch hier am Anfang den Typen krabbeln lassen. Aber dann passt das nicht. Nee, nee, das muss schon so rum sein.
Eigentlich, keine Ahnung, vielleicht klappt es doch, ich weiß nicht. Fällt auch einfach direkt runter, nur am Ende. Glaube ich. Nicht oder nicht. Oh ja, eigentlich könnte klappen. Das klappt. Hoffe ich. War auch eigentlich. Doch. Die Zeit vergeht halt irgendwie doch langsamer. Ich glaube, die Zeit vergeht halt irgendwie langsamer auf der PlayStation 1. Aber keine Ahnung. Aber ja, das passt. Das passt super. Also auch kein Level, was ich kenne, so. Ah, guck mal hier. Na, kennt ihr das wieder? Ah, wieder mit 14 halt, mal gucken. Ne, ihr wisst, was will. Ich will die ganz eng einschließen und dann einfach runterbuddeln. Gut, ist halt immer noch so ein Blocksystem hier, ne? Da muss halt, glaube ich, ein bisschen. Na komm. Ich darf nur einen einsperren, ne? Warum sind die jetzt gestorben? Warum sind die jetzt gestorben? Ich verstehe, warum die gestorben sind. Ne, das funktioniert so leider nicht. Aber irgendwie, eigentlich, keine Ahnung, irgendwie. Die müssen ja trotzdem eigentlich damit ins Loch fallen. Das tun sie halt nicht, ne? Hm. Okay, ich zeig mal her, was haben wir denn noch so zur Verfügung? Und da fällt das auch direkt runter ins Loch, ne? Wäre auch eine Idee, die einfach hier nach links zu schicken, so, aber.
Na gut, das ist auch ein Stahlding anscheinend. Irgendwie schaffe ich es, eine Treppe zu bauen. Wenn hier eine Treppe bauen, Lolo. Ich darf einen töten, Lolo. Einer darf verloren gehen. Wenn ich die hier zum Umdrehen zwinge. Ich würde gerne, ne? So einen irgendwie so runterholen. Die anderen drehen um, kommen zurück. Darf halt nur einen stoppen. Ist einfach nur ein Block so. Aber halt spannend, so, ne? Ich kann halt wirklich nur, ja, 80 Leute runterbuddeln lassen. Das Level übrigens auch länger, so, ne? Da wirklich nur ganz schmaler Strichen länger. Ja, ich komplett umdesignt. Wie mache ich das denn? Ja, eigentlich, ne? Kann ja anscheinend doch irgendwie auch mit Runterbuddeln retten. Muss man halt ausprobieren, so einfach mal, ne? Ich das irgendwie hinbekomme. Ja, doch. Ich muss kurz noch ein bisschen warten. Ja. Hab ich jetzt einer stirbt halt, ne? Man kann die Grabe halt auch richtig einfach wieder rausbekommen, das ist mir aufgefallen. Auf der PS1 geht das nicht, einfach so mit an ihm rangraben, oder geht das halt nicht so ganz interessant hier auf jeden Fall. Komm mit dir. Lelelelelelelelele. Guti, guti. Oh, das können wir doch auch von ganz vom Anfang. Ich wurde gerade weiter geradet. Hilfe. In dem Stream, den ich lautlos hatte, aber gut. Ist viel gut. Grüße gehen raus an der Stelle. Warte, mach ich mal kurz. Eine Nachricht. Als Anwesenheit, gut. Ich hab da das alles in die Luft gejagt. Hm.
Dann, ich habe eine bessere Idee. Ich fange mal neu an. Ich glaube hier ganz am Anfang. Wobei, ist das eine gute Idee? Ich habe den tatsächlich nicht so. Die müssen dann trotzdem erstmal weit laufen, so bevor ich so runterbuddeln darf. Ja, ich dachte mir, okay, ich buddel dann hier so runter, aber es geht ja nicht. Eigentlich. Ja, doch. Hallo. Nö. Buddel erst recht spät runter. So, hier und da dann direkt. Einfach nur kluges runterbuddeln. Er kann da hinten auch noch runter, okay dann. Direkt runter, so passt soweit. Aber einen ganz mutigen Safe State. Ja, ne? Kann ich halt auch die hier komplett zurücklaufen? Ne, kann ich halt nicht. Ich kann eh erst hier anfangen loszubuddeln. Ich nehme einfach den zweiten so einfach mal aus Protest. Okay. Selber wie ein Irrer buddeln. Ne, dann haben wir es. Okay. Nochmal so ein Anfangslevel, alle müssen gerettet werden. Jetzt habe ich zur Verfügung viele Treppen auf jeden Fall und Buddler. Ich glaube hier ganz am Anfang. Oh, ich höre Bomben.
Bomben. Ja, wir müssen den Anfang schaffen. Der Rest ist dann simple and clean, ne? Seit 8 Minuten. Okay, der will auch ganz weiter bauen. Mal kurz in die Statistik schauen. Wir müssen alle retten, okay. Die wollen auch keine Treppe auf einer Treppe bauen. Das ging zum Beispiel auf der PS1 auch, um halt starke, stabile Wände damit zu bauen. Eine Treppe, ne? Bei der Treppe und stoppen. Stopper. Sind die Stopper sinnvoll? Aber ich kann ja nicht befreien hier, wenn ich jetzt irgendwie direkt einen Stopper mache, ne? Na, das ist auf jeden Fall die Treppe, ne? Die dann direkt da hoch führt. Hier sind gestorben dadurch. Die gehen dann zurück. Die beiden gehen irgendwie zurück, ne? Ganz mutig im Safe State.
Kann drei Leute bauen, nicht zurückgehen. Und zurückgehen bringen. Einer ist gestorben. Geh zurück. Okay, der geht zurück. Das ist gut. Sind wir jetzt eigentlich? Ne? Ja doch, jetzt haben wir es eigentlich. Ich muss ihn dann halt nur gleich retten, so den Typen da unten. Und er darf halt nicht zurücklaufen, so. Dann haben wir es. Weil dafür wieder komplett dämlich und gierig, ne? Ich glaube, hier war ein guter Anfang, ne? Das war, glaube ich, eins zu spät, oder? Das war eins zu spät. Im Match werden keine Safe States, ne? Kannst du immer wieder sagen. Der Rest halt, denke ich mir, haben wir irgendwie. Sind wir gierig, ne? Man kennt's. Boah, ich sehe gerade, das ist ein kleines Problem. Davor habe ich gerade Angst. War das? Was ist das denn? Das hat mir noch nie. Was ist das? Da war ein Loch. Da muss man neu anfangen. Ich hatte auch ein Problem, dass ich den hier vielleicht nicht frei bekomme. Das übe ich mal kurz. Ne, der hört auf. Okay, das funktioniert. Na gut, dann müssen wir mal neu anfangen. Ob ich den Typen hier retten muss oder ob er von alleine zurückgeht. Ja, muss ich, okay. Ah nee, warte. Ich muss dann da unten eine Treppe nochmal ansetzen. Ich glaube, ich habe das gerade auch gemacht. Also schön, dass wir zurückgehen.
Ich muss jetzt da eigentlich so hochbauen, nur was geht ja auch nicht. Probier mal ein bisschen, ne? Der will halt einfach, der hat halt einfach mal eine Lücke. Was soll ich denn dagegen machen? Gegen diese Lücke. Ja, um es zum Zurück benötigen kann ich auch nicht. Also im Prinzip kann ich mir vorstellen, okay, ich baue hier irgendwie, grab mich da irgendwie so durch, so. Und dann komme ich da mit der Treppe durch, aber ich muss halt selbst erstmal hinkommen, so. Aber ich hatte einfach wirklich einen Freiraum, so einen Freistehender, und das ist ein bisschen lästig. Eine Idee tatsächlich. Der fällt da auch durch. Könnte halt einmal stoppen, so. Das da weg, da komme ich da hoch. Ich halt einen Stopper so. Der dann halt. Den müssen wir ja freibuddeln, sonst würde er funktionieren so, aber irgendwie. War ja doch, das funktioniert. Oh, ich muss mal neu starten. Das ist Level 19, oder? Oh, ich hab schon ein Level, oh, schon angefangen zu spielen, nein, jetzt habe ich noch Zeit. Der Anfang ist eigentlich schon gut. So, der Anfang ist eigentlich schon gut, so. Treppe, 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 na gut. Da brauchst du wahrscheinlich auch einfach die Zeit für dann, so. Treppe, 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 Treppe. Treppe, 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 Treppe und Treppe. Wir drehen alle um. Aber prinzipiell mache ich genau das, was ich gerade vorgeschlagen habe. Da
Dafür brauchst du halt Sichtbarkeit, so. Wir wollen hier schon beim Zurückgehen eine Treppe bauen. Oder muss ich jetzt die Treppe investieren? Damit ich halt hier halt nochmal so eine Rettungstreppe bauen kann. Genau. Ja, ich muss überlegen. Na doch, muss so. Dann baue ich mich da jetzt hoch, ist auch genug Treppen. Ich glaube, wir müssen zu früh, keine Ahnung. Braucht jetzt einen oben, der dann da runter buddelt. Einer buddelt da runter und die anderen machen die Treppe da schon mal kaputt, tatsächlich. Na gleich. Macht mal keinen Safe State. Wir hätten noch machen können. Das passt, ja. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht alle rette aus Versehen. One Safe State. Also einen baue ich jetzt hoch und der baut hier runter alle anderen. Ich muss mal gucken, ich muss eigentlich den direkt dann wieder mitnehmen. Das ist gerade ein bisschen, sehr kompliziert gerade. Guck einfach mal. Genau. Interessant. Weil hier hätte ich einfach jetzt die Treppe sparen können. Hier. Ich habe jetzt noch drei Anteile der Treppen reicht, glaube ich, hoffe ich. Genau, muss jetzt hier kaputt machen. Komm, mach das mal hier. Und hier mache ich jetzt frei so. Ne? Ja, das ist sehr gut hier. Das ist sehr gut. Und dann muss ich halt hier eine passende Treppe bauen. Passt das? Das sieht gut aus. Es war ein interessantes Rätsel, hat mir gefallen. Wow, wow. Ah, Mann, ey. Ich spiele sehr viel Lemmings gerade. Ich habe alle gerettet, ne? Die kommen jetzt alle hoch. Sehr interessantes Level. Sehr interessantes Level.
Und man ohne Self-State, das kriegt man auch gar nicht. Okay, einer darf sterben. Den Stopp ist, der fällt aber auch runter. Halt. Mit dem zweiten direkt. Ah, ne, der stirbt, ist der Stopper. Und stopp einfach direkt den ersten so. Einen Auftrag, den du gerne direkt wieder abbrechen kannst, das ist fein. Wobei ich habe keinen Krabbler, ne? Ich könnte mich hier weit. Hier könnte ich hochkommen, aber dann sterben halt alle. Wobei, ja. Ich habe keinen geradeaus Krabbler, dann hätte ich da oben durchkrabbeln können, potenziell. Graber. Schließen. Dankeschön. Einfach mal gucken, ob die das da. Die sterben da unten direkt. Ist halt auch rüberbauen so. Und dann sind die halt da in diesem Kabuff und. Freundlich, keine Ahnung. Kannst du mal buddeln? Ja, hier hochbauen? Scheint eine Sache von hier unten hier hochbauen, ja. Und dann nicht klug stoppen. I see. Fünf Leute muss ich hier eine Treppe geben. 1, 2, 3. Ja. Nein. Weil vielleicht doch. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen, der ganz früh hier schon eine Treppe baut. Das brauche ich auf jeden Fall. Nein! Oh, ich wollte speichern. Okay. Dann brauchst du aber auch richtig viel Glück. Wenn ich ihn dann gleich, ne?
Warum müssen die denn hier sterben? Naja, ist schon ganz gut, dass sie da sterben. Der braucht halt auch so ein bisschen, ne? Ich muss die umdrehen, Lohne. Ich muss die umdrehen lassen. Dafür darf ich den Stopper nicht benutzen. Im Prinzip, ich habe keinen Fallschirm, ich habe keinen Fallschirm und so weiter. Ich kann nur nach oben und nach unten. Hier oben und unten. Beides doof, so. Dass ich nicht nach rechts komme, genau. Vielleicht muss alles zum Umdrehen bringen. Dafür brauche ich diese 5 Leute, die hier einfach mal kurz ein bisschen rumblödeln. Das halt braucht er noch so ganz viele Treppen, so. Aber theoretisch kann ich doch einen opfern. Aber wobei. Mann, ey, was ist denn das schon wieder für ein Level? Warum hab ich schon wieder angefangen zu spielen? Warum existiere ich? Dann ist ja mein Plan, wirkt einzeln zu isolieren, ne? So was ich so machen. Na, jetzt ist das eine isoliert, dann geht der eine halt runter. Hoffentlich in die richtige Richtung. Und dann befreie ich den Stopper wieder, na toll. Ha. Ich muss die Leute umdrehen, ne? Die müssen alle umdrehen. Fünf Leute. Bei der 5. den sofort hat die Stoffe, der baut ja nichts. Ich würde wünschen, dass er da direkt am Anfang hier auch nochmal sowas baut, aber nee, ne, das ist nicht. Ich habe eine neue Idee. Wie gesagt, bauen, 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 bauen und Fake bauen. Ne, wenn ich sie da so ein bisschen einsperre, dann kann ich wegbomben und rausbuddeln kannst du glaube ich auch nichts.
Na, den rausfallenden, ne? Sind irgendwie zwei Leute in einem. Da würde ich bitte einen einfach bitte aufhalten kurz. Dankeschön. Der andere baut und schnell stoppen. Ja, ne? Irgendwie so. Auftrag. Da nehme ich da alleine, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Muss da direkt Pause drücken nach dem Bauen. Sonnentreppe, eigentlich kann ich auch Sonnentreppe benutzen, oder? Ja, eigentlich, ne, irgendwie, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss das nur irgendwie hinbekommen jetzt. Ja, genau. Das hatte ich vor. Muss ich halt diese Treppe hochbauen, kann dann runterbuddeln. Kann ich mal den rüberbauen? Ist die Frage. Komm ich mal den rüber? Oder die prallen alle ab, ne? Oh, schade. Ich brauche auf jeden Fall so einen Runterbauer, der hier das Ding da wegbaut. Ich brauche jetzt ruhig den da. Also ich frage, ob die jetzt den Fall überleben. Also die müssen eigentlich überleben, oder? Sehr gut. Jetzt können wir halt da gleich rüber bauen. Mal direkt probieren, ob es funktioniert, so, ne? Wir müssen halt ein bisschen auch. Wobei, ja, ich baue mich einfach hoch, genau. Ich baue mich einfach gerade hoch. Aber das ist gerade nochmal problematisch. Ja doch, das funktioniert, ne? Na gut, mal. Okay. Okay. Oh, ich hoffe. Oh nein, der Safe State gerade. Oh nein, der Safe State! Fuck! Ich hab mich versafe stated. Okay. Aber es funktioniert. Ja, okay, nochmal.
okay. Das kommt, also wie will man das ohne Safe State machen, so ganz ehrlich. Okay. Ja doch, genau, das ist wieder die Situation, die ich eben hatte. Oh, da war ich jetzt zu langsam. Perfekt. Okay, das brauche ich halt, damit die halt zurückgehen, ne? Ich kann direkt auch von unten einfach machen, aber ist ja okay. Ich muss halt sogar ganz am Rand bauen. Und dann klappt das. Okay, dann mache ich mich einfach wieder komplett straight nach oben. Da auch nochmal eine Treppe. Das haben wir, glaube ich, schon mal so gemacht. Ich muss halt nur noch mal wissen, wo ich anfangen soll, ne? Ja, dem, ne? Wenn es eine Stufe höher ist, ne? Dann direkt ganz links und zwei Stufen, oh, jetzt sind einfach zwei Stufen höher, ne? Wie ist das hier direkt hin? Ist der Bock da direkt? Ne, nicht so, ne? Dann machen wir halt low, gucken mal, ob das funktioniert. Sollte klappen. Die kommen jetzt alle mit. Und der Typ geht ins Ziel. Genau. Oh, meine Güte, schon eine Stunde, ey. Aber wir haben es fast geschafft, Leute. Das ist halt Lemmings, ne? Da muss man halt ein bisschen nachdenken. Go ahead, make my Lemming. Tja, nur noch 5 Level, meine Leute. Und ja, ne, die sehen wir in den nächsten 5 Folgen. Ja, mal gucken, ne? Bis dann und ciao.